Hallo liebe App-Gefahr-Nutzer, wir sind hier im neuen Spiel Soccerinho in Prag gelandet und wir möchten euch einfach mal einen Einblick geben, wie das Spiel gemacht wurde. Das wurde jetzt veröffentlicht, kostet 4,49 €, gibt es für iPhone und iPad und Ziel des Spiels ist es einfach, einen Ball in vorgegebene Ziele zu bugsieren und ich muss schon sagen, dass das schon recht kompliziert ist und man da schon ein bisschen Geduld braucht, Fingerspitzengefühl, damit es nicht zu schnell zu Frust kommt. Denn jetzt zum Beispiel hier in meinem aktuellen Level, wo ich gerade bin, ich glaube, ich habe schon 15 mal 5 Bälle verballert und habe es einfach nicht geschafft, innerhalb mit 5 Bällen hier oben das Ziel zu treffen. Wir können halt hier schauen, dass wir uns einmal bewegen, von wo aus wir schießen möchten. Das können wir übrigens auch per Neigungssteuerung machen. Darauf verzichte ich jetzt hier mal. Und können dann hier einfach mit dem Finger so eine Flugkurve zeichnen, wo man auch sieht, so einen ganz kleinen weißen Strich, den man hier zwischendurch mal angezeigt bekommt, um ungefähr zu sehen, wo man hinschießt. Und Ziel des Spiels ist natürlich jetzt hier die Tonne zu treffen, wobei dort oben der rote Pfeil uns als Hilfe anzeigt, ja, wie ähnlich im Basketball, schießt doch hier gegen, um dann oben dort dran zu kommen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal nochmal einen kleinen Stylus zur Hand, denn da braucht man echt eine ruhige Hand für. Man kann ja natürlich auch Spinnen reinlegen in den Ball, um da zu treffen. Und das Problem ist halt, dass wir 5 Bälle zur Verfügung haben und die auch nutzen müssen und am Ende 3 Sterne rauskommen müssen. Sprich, man muss schon ungefähr 3 Bälle gut treffen, damit man hier an seine Sternewertung kommt. Und wie gesehen, haben wir das nicht geschafft. Wir müssen hier von vorne starten. Ich probiere das nochmal aus hier. Ich versuche natürlich von oben direkt da rein zu schießen, aber das ist nicht so einfach. Und manchmal fällt er auch einfach nicht da rein, wenn er irgendwie am Rand aufkommt. Dann fällt der einfach nicht da rein. Also das ist schon wirklich kompliziert, muss ich sagen. Mir ist das einfach zu knifflig. Die Steuerung ist ein bisschen zu übertrieben präzise. Hätte man es vielleicht ein bisschen einfacher machen sollen, dass man hier die weiße Hilfslinie zum Beispiel die ganze Zeit angezeigt bekommt. Und wie man sieht, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal in die Levelansicht und wähle jetzt mal irgendwas Einfacheres aus. Hier zum Beispiel dieses hier. Da müssen wir halt durch diese rot markierten Löcher schießen. Das geht hier eigentlich noch recht simpel, weil die recht nah liegen. Wir können hier uns auch ein anderes auswählen, zum Beispiel dieses hier. Na, wie wir gesehen haben, wir nicht getroffen und jetzt müsste uns eigentlich ein Stern abgezogen werden. Es sind sogar 2, also manchmal ist es recht fies, das Spiel. Ziel ist es halt hier am Ende des Levels 3 Sterne zu sammeln. Und ich stelle mich gerade auch ein bisschen blöd an, muss ich sagen. Man muss übrigens nicht direkt am Ball ziehen, man kann einfach hier rechts und links zielen. Da wir das jetzt hier schon geschafft haben, gehe ich hier nochmal raus. Und das ist hier dieser erste Abschnitt. Wir haben jetzt vorerst einmal in so ein Holztor geschossen. Jetzt müssen wir hier verschiedene Ziele treffen und am Ende quasi so 11 Meter schießen. Das habe ich noch nicht freigeschaltet, da man die Level halt einfach nur freispielen muss. Man hat keine Möglichkeit, die vorher freizuschalten. Wäre vielleicht ganz nett hier in dem Spiel. Wenn wir mal hier rüberwischen, da sehen wir noch, wir haben 1, 2, 3, 4 Episoden, die noch auf uns warten. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, was ein bisschen spannender ist. Davon gehe ich aber auch aus. Und ich kann mir das hier eigentlich nicht auf mich sitzen lassen. Deswegen würde ich gerne hier nochmal in das letzte Level reingehen und das auch einfach nochmal versuchen. Das kann einfach nicht sein. Der war zu flach. Der sah gut aus, ist er aber nicht. Und wenn man hier diese, also mit Spin schießt, ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Natürlich bekommt man da mehr Punkte und direkt 5 Sterne. Aber man muss hier halt wirklich 5 Bälle versenken bestmöglich. Und das ist einfach viel zu kompliziert. Ich gehe nochmal hier raus und in das Training rein, um euch einfach nochmal zu zeigen, was euch da wirklich erwartet. Hier gibt es 12 Level. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel hier in dieses rein. Und da sehen wir hier, wir müssen halt das Tor treffen, haben dann halt hier so eine Leiter, da hängt so ein Teppich. Und klare Sache, wenn wir jetzt gegen die Leiter schießen, dann fällt der Ball natürlich nicht durch. Wenn wir jetzt hier das Loch treffen, das, was wir nicht getroffen haben, wir könnten auch natürlich hier irgendwie rumspielen und vielleicht hier diesen kleinen Schlitz treffen. Aber auch das ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Ja, ich meine, das Level habe ich schon geschafft.
Da braucht man wirklich super, super viel Fingerspitzengefühl, um ihr irgendwie den Effekt und den Spin in den Ball zu bringen, um dann auch wirklich zu treffen. Man muss darauf achten, dass man hier möglichst viel Geschwindigkeit, beziehungsweise eben halt nicht so viel Geschwindigkeit aufnimmt. Wie gesagt, man kann halt auch hier zielen. Unten diese gelbe Linie zeigt ungefähr den Verlauf an. Aber auch das ist natürlich nur so eine kleine Hilfe. Und wie gesehen habe ich hier versagt. Also entweder ich stelle mich einfach zu blöd an oder die Schwierigkeit ist einfach viel zu hoch. Und ich bin der Meinung, das liegt der zu hohen Schwierigkeit. Irgendwie müsste man da noch eine etwas simplere Steuerung reinbauen, damit man das Ganze ein bisschen gezielter machen kann. So basiert das eher auf Trial and Error. Ich versuche einfach zu treffen irgendwie, schätze das möglichst ein und habe dann die Möglichkeit, das Ziel zu treffen. Und das ist mir ein bisschen zu kompliziert gelöst. Ich sag mal so, insgesamt ist Zoccherino sicherlich nett gemacht. Man hat da 84 Level für 4,49. Okay, die Grafik ist nett gemacht. Aber die Steuerung, die ist mir einfach viel zu kompliziert. Da kommen sicherlich noch neue Spielelemente auf einen zu, aber entscheidet selbst. Falls ihr Lust habt, euch wirklich 2-3 Stunden aufs Sofa zu setzen und wirklich jedes Mal präzise zu zielen, um auch irgendwie nur einen Punkt zu bekommen, dann ist das Spiel für euch zu empfehlen. Ziel ist es halt auch, diese 3 Sterne einzusammeln, was halt nicht immer so einfach ist, weil man hat pro Level, oder man muss pro Level 5 Bälle schießen. Und am Ende auch 3 Sterne sammeln im Minimum. Und wenn wir zum Beispiel einen Ball hier reintreffen, kriegen wir 4 Sterne. Wenn wir zum Beispiel komplett daneben schießen, werden uns wieder 2 Sterne abgezogen. Also Ziel ist es schon, möglichst 3 von 5 zu treffen, möglichst gut, damit man hier ein Level weiterkommt. Und die Kaufentscheidung können wir euch nicht abnehmen. Ihr habt jetzt den ersten Eindruck bekommen, ihr kennt meine Meinung. Sicherlich gibt es noch andere Meinungen zum Spiel, wenn man sich vielleicht noch mehr konzentriert und noch präziser zielt, kann man vielleicht noch ein paar mehr Bälle versenken, aber mir persönlich ist das zu schwierig. Da kommt bei mir mehr Frust als Sucht auf und deswegen schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und sagt uns, ob ihr euch das Spiel runtergeladen habt und wie ihr es findet.